Ich bringe frische Truppen. Warum, William? Sir Grey hat viele Männer gesandt und das Gebiet ist jetzt sicher. Nicht sicher genug. Während ich mich erholte, sandte ich Späher aus, die mich auf dem Laufenden hielten. Lady Sarin, mein Bruder Pascal und Lord Barclay nähern sich alle mit ihren Armeen. Jede für sich alleine wäre in der Lage, das Gebiet einzunehmen. Wir sind 3-1 in der Unterzahl. Dann ist es offensichtlich. Das Schicksal ist gegen uns. Wir müssen uns zurückziehen. Nein, nicht noch einmal. Wir müssen die Stellung halten und dürfen keine Angst zeigen. Deutet ihr an, dass ich ein Feigling bin? Ich werde meinen Männern nicht befehlen, wegen einer Narretei hier auszuharren. Rückzug, Männer! Wir brechen auf! Sir Grey! Es tut mir leid, Matthew. Dieses Feld hat zu viel Blut gesehen. Alles klar. Es gerät außer Kontrolle. Sir William ist nicht mehr mutig, sondern närrisch. Und schlimmer, ich folge ihm direkt in den Schlund des Todes. Doch ich habe keine Wahl. Alles klar, nächstes Ziel, keine Feinde oder feindliche Invasionen übrig. Und ansonsten sind wir im Arsch, wenn unser Burgherr den Geist aufgibt. Lass den gehen. Wir müssen uns eilen, Edwins Burg sichern und unsere Truppen positionieren. Wir sind 3-1 in der Unterzahl. Es sieht schlecht aus. Denkt ihr, wir haben eine Chance? Eigentlich eher 6-1, da Sir Grey das Feld verlassen hat. Habt Vertrauen, Matthew. Alles klar. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Wo sind unsere ganzen Truppen? Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Also ich habe in Erinnerung, dass wir mehr als 67 hatten. Die Leute verlassen die Burg. So schnell wir können, Sire! Naja. Bogenschützen, vorbereiten! Was natürlich jetzt blöd ist. Wird. Was? Wir vertrauen auf euer Urteil. Wo? Leute kommen auf die Burg. Wie? Wer? Warum? Wieso? Okay. Kann ich denn hier irgendwie... Oh, Freund. Ich konnte nämlich irgendwie einstellen, dass die uns jetzt Truppen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das war das Symbol. Das bedeutet, die schicken uns Güter, das heißt, die sind neutral, das heißt, die schicken uns Truppen, was natürlich cool wäre. Sag mal, hier, jetzt kommen die da mit Dritten an, okay. Ja, eigentlich wollte ich jetzt eine Pause machen. Ich tue, was ich kann. Wir sind verwirrt. Wir sehen keinen Weg. Leitern bereit! Danke, my lord! Rekruten benötigt, Sire. Was haben wir denn überhaupt hier das jetzt für... Das hält viel von euch, my lord. Okay. Steuern. Bedeutet, muss die Schatzkammer... Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Erstmal... Man ist euch zugetan. Keine Steuern. Wie sieht's mit Essen aus? Da haben wir gar nichts. Bedeutet... Bedeutet viel davon. Bemannt die Brüstung! Ich weiß, das geht geiler, aber wir sind einfach derbe am Arsch ansonsten. Und wie sieht's hier aus? Ihr schickt uns. Wählt die Menge aus. Ihr schickt uns mal hiervon. Sind auf dem Weg, my lord. Und von die Menge aus. Holz. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Und ansonsten heißt es jetzt hier vom Pferd holen und halt eben abschießen. Na gut, ich meine, was soll ich machen, gell? Die haben jetzt hier ein paar Ritter geschickt und...
Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich muss halt nach Möglichkeit jetzt alle platt machen. Tja, ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Kollege, wenn du hier vernünftig wohnen willst, gell, dann... Man ist euch zugetan, mein Herr. Ratten und Verbrecher. Hab ich denn... sowas? Hab ich überhaupt Holz? Hab ich überhaupt irgendwas? Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher, Sire. Ich hab Pech. Könnte ich höchstens gleich gebrauchen. Stein brauche ich auch nicht. Brauch was gegen Verbrechen. Da kann ich momentan nicht bauen. Sowieso der größte Rotz ist, der jetzt einfach rumgammeln. Waffen benötigt, Sire. Na los doch! Bemannt die Brüstung! Kann ich wenigstens Waffen kaufen? Ja, Gott sei Dank, ich kann Waffen kaufen. Dann wäre ich nämlich dafür, die Güter aus. Dass die uns hier einfach derbe viel mit Scheiße beliefern. Wählt die Güter aus. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Und wird dadurch dann... Wählt die Güter aus. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Ja. Ne? Was will ich sagen? Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Dadurch dann eben an Gold kommen. Sind auf dem Weg, my Lord. Und an. Wählt die Güter aus. Wählt ne? Das Ziel aus. Sonstige Rohstoffe. Ist das eigentlich. Schickt ihr uns jetzt Truppen? Das fände ich nämlich gar nicht mal verkehrt. Oder wie funktioniert das? Ich hab das ja noch nie gemacht mit den Waffen Truppen. Benötigt, Sire. Mit dem Truppen schicken. So, Bäckerei, Gerberei. Die Bäckerei ist zum Beispiel schon mal total sinnlos. Wo sind die Wälle? Danke, my Lord. Ihr könnt euch verpissen. Gerberei, Bäckerei. Die Bäckerei ist auch sinnlos. Genauso wie die Mühle. Aus unserem Kornspeicher, Sire. Ja, das mag sein. Wenig unbeliebt, my Lord. Ich bin hammerhart unbeliebt, ey. Doppelte Rationen? Wunderbar. Mache ich aber wahrscheinlich nicht lang mit, deswegen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Gibt sogar noch eine Spende obendrauf. Unbeliebt, my Lord. So, pass mal auf. Du kannst dich auch verpissen. Stattdessen machen wir. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. So. Und wir verkaufen Pech. Und wir verkaufen Steine. Und wir kaufen Armbrüste und Rüstungen. Wir kaufen die Speere. Rekruten benötigt, Sire. Schnell! Und setzen die auf die Welle. Man ist sich eurer nicht sicher, Sire. Das passt da nicht hin, my Lord. Wie oft bitte, Sire? Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Wie oft bitte, Sire? Ich brauche mehr Stuff, Jungs. Wählt die Güter aus. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Verbrecher stehlen aus unserem Kornspeicher, Sire. Ja, wie gesagt. Sir! Bewegung! Waffen schultern! Los geht's! Bereit, Sire! So, uns greifen wieder ein paar Truppen an. Was ist es diesmal? Na nu. Was sind sie denn?